Herzlich willkommen vom Braunschweig. Heute würde ich sagen, wie immer schwer. 3-2, 2-3. Was kann ich sagen? Wir hatten viele Probleme diese Woche mit Training, mit Trainingqualität, mit Krankheit. Wir sind auch nicht komplett da. Ja, schönen guten Tag. Erstmal ein bisschen noch sprachlos, 22-20 im fünften Satz. Also, dass es schwer werden wird, wussten wir. Dass es so schwer tatsächlich wird, hätten wir nicht gedacht. Aber Braunschweig hat von Anfang an gesagt, sie wollen unter die ersten drei kommen. Ich glaube, das haben sie auf jeden Fall bewiesen, dass sie das schaffen können. Ja, also ich denke, es war das erwartet schwere Spiel gegen gute Braunschweiger Mannschaft. Wir haben leider in der Mitte nicht so den Zugriff gefunden, haben schlecht für unsere Verhältnisse heute aufgeschlagen oder Braunschweig gut angenommen. Ja, genau. Ich würde sagen, Wahnsinnsspiel von uns gegen Moers. Ich bin irgendwie happy und traurig zugleich, aber ich glaube, wir haben im Tiebreak 22-20 gespielt. Das war ein Wechselbad der Emotionen. Es hat teilweise erstmal nicht so gut geklappt. Wir hatten, glaube ich, in jedem Satz einen Rückstand, den wir hinterherlaufen mussten. Dankeschön. Beide Mannschaften, glaube ich, bis auf wenige Phasen wirklich ja, saugeiles Volleyball gespielt. Richtig konzentriert in allen Elementen, Ausschlag, Annahme. Wir hatten, glaube ich, alle beiden Teams hatten eine wahnsinns Angriffsquote. Also das hat auf beiden Seiten eigentlich nur gekracht. Richtig Respekt dafür. Ja, vielleicht zu uns. Wir haben die Woche gut trainiert. Das konnten wir diese Woche mal ausnahmsweise auch auf dem Feld richtig gut zeigen. Hat zwar nicht gereicht, aber wir haben, ich glaube, in jedem Satz wirklich ein paar Akzente gezeigt. Also sowohl im Ausschlag als auch Annahme, Angriff. Das war rundum echt ein gutes Spiel. Yeah!
im Endeffekt war es, glaube ich, für uns extrem wichtig, diesen Sieg zu holen, dieses Spiel zu drehen. Gerade nach dem 3-Punkte-Rückstand im Tiebreak war das extrem wichtig. Am Jahresende aussieht, wenn wir Meister werden, ob wir aufsteigen, kann ich nicht sagen. Ja, das müssen andere bestellen. Wir wollen halt alles schaffen, um Meister zu werden. Das können wir beeinflussen. Braunschweig hat sich auf jeden Fall einen Punkt verdient. Als wäre schon falsch gewesen, hätten wir jetzt hier 3-0 oder 3-1 gewonnen. So ist für jeden fair auf jeden Fall. Aber erstmal jetzt 5 Spiele, 5 Siege. Darauf lässt sich erstmal aufbauen. Das Resultat ist das Wichtigste. Haben wir glücklich gewonnen. Und kann ich nicht mehr erwarten von heute. Bin ich zufrieden. Ich freue mich zum Spiel von heute. Vielen Dank. Es hat am Ende vielleicht ein bisschen das Glück gefehlt. Aber so ist Volleyball. Alles klar, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich muss sagen, ich bin richtig stolz, bei so einer Mannschaft am Rand stehen zu dürfen. Mit so viel Leidenschaft und Herzblut heute gespielt. Leider ein paar Situationen hinten nicht ganz abgeklärt. Aber das war ein saugeiles Spiel und man kann richtig stolz sein auf die Mannschaft und die Arbeit von der Mannschaft. Ich freue mich auf die nächsten weiteren Spiele und ihr werdet noch viel von uns hören.